Hallo Kannst und du herzlich denn nicht selbst eine willkommen machen? zu einer neuen Aufnahme von Minecraft mit mir, dem Bernie de Copa. Und Hi. ja, wir setzen uns hier gerade zusammen an der Gruppe an ein neues Projekt hier, nämlich wir bauen hier gerade so ein kleines Tunnelsystem, beziehungsweise Minensystem mit Schienen halt und so weiter und so fort, wo man halt alle ein bisschen verbindet, dass es halt ein bisschen schneller geht dementsprechend. So. Erfolge, Resource Packs. Hui! Ich kann auch mal ein neues Resource Pack mal reinmachen, auch wenn das ein paar Grafikfehler hat, obwohl komm. Wir arbeiten hier schon, das hatten wir ja schon geplant, haben wir schon davon erzählt, das zu machen und dann meinte Daniel so, ja, machen wir mal eine spontane Aufnahme. Ja, ich meine, dass man es sieht. So, mal kurz mit neuem Texture Pack. So, gleich habe ich den Raum endlich ausgebaut hier. Wieso habt ihr das gelassen? Den ganzen Tag? Ich weiß nicht. So, damit ihr halt auch mal ein bisschen seht, was wir gerade machen. Nicht, dass ja, genau, du hast nicht daran gearbeitet, stimmt Daniel. Ja. Ja, ich kam ja auch erst kurz dazu. Ich kann euch nur mal sagen, was passiert ist, weil Bernie vor allem auch außerhalb der Aufnahme eine ganze Menge gemacht hat. Nur kurz nochmal. Ey, du solltest doch sicher genug Eisen haben für deine eigene Lore, oder? Also, falls nochmal sehen wer es so ein Texture Pack war, beziehungsweise Resource Pack inzwischen, Triton Core 64 Bit. Dementsprechend mal halt nochmal für ein bisschen Abwechslung. Und mit dem neuen Feature habe ich es jetzt auch so eingestellt, dass fehlende Texturen halt hier von PureBDCraft nochmal übernommen werden. Halt nochmal, meistens bei mir von PureBDCraft gemacht, aber ja, ein bisschen. Das Blöde so ein paar Stacks-Steine einfach rein. Das Blöde nur, dass hier bei diesen Birkendingern halt immer so ein bisschen Grafikfehler vorkommen, aber naja, sind ja nur Zäune, von denen war nicht weiter schlimm. Mhm. Deswegen nehmen wir es auch nur kurz, weil das ist halt ein bisschen blöd, das ist so ganz funktionieren tut es halt dann doch nicht. Warte mal, ja, Daniel, bist du ja auch mal mit der Lore durchgefahren, Daniel? Ja, warte mal, ich will nicht mehr das rausnehmen, geht's dann? Dass sie einfach nur Texture Packs nicht vertragen? Ah, okay, so geht's, dann lag es echt nur am PureBDCraft, okay, dann passt das wieder. Na, dann mal kurz schauen, Aufnahme läuft auch noch, okay, nicht wegen diese ganzen Dinge von Umänderern, das passt. Also Bernie hat sich hier hinten ein bisschen ausgetobt und hat da hinten, wenn ihr mal schaut, hier mal so einen kleinen, so eine kleine... Schön, dass alles mit Fackeln ausgelegt wurde. So einen kleinen Tennisplatz hier ausgebaut, hier, wie ihr seht. Oh, und ich habe kein, nichts mehr auf meiner Hungerleiste. Der Dennis, hier der Dennis vor allem, der Tennis Center Core. Der Dennis Core hier. Und hier hinten geht's auch rum, aber hier ist nichts Besonderes. Also oder sie ein paar Steintreppen habt, dann kann ich hier schon mal von dem Mihawk. Deswegen musst du jetzt auch mal wieder aufnehmen, weil Bernie halt vom Bauen her offscreen komplett ausrastet und deswegen mich jetzt auch mal aufnehmen musste, weil er sonst wieder so übel viel verpasst. Das stimmt schon. Also hier am Center Core haben wir unser eigenes Stadion. Ich muss mal kurz zeigen. Hier sieht man den Eingang, den offiziellen Eingang. Und ich habe hier einige Features eingebaut. Nämlich einmal hier hinten die Sprecherkabine. Wo bist du? Hinter dir. Hier geht's zur Sprecherkabine. Aha. Geh mal kurz weg. Ich will kurz mal gucken. Interessant. Hey! Schlag mir nur nicht die Tür vor der Nase zu. Dann hier geht's zum Chord runter. Dann hat man hier oben gute Sicht überall. Na, lass es vorkommen. Es ist aber auch ja nur optische Zwecke, weil man eigentlich nichts groß hat zum Tennis zu spielen. Spleef Arena oder so könnte man machen, da hätte man noch wenigstens von was. Und hier, wie ihr seht, nichts Besonderes, halt nur so ein 7 Ausgang. Und da halt so eine Punktetafel mit Fackeln, aber das war's dann auch grob schon. Halt ist er dann derzeit halt gebaut, während wir offscreen waren. Und wie ihr seht, auch komplett ausgerastet, hat gefühlt 3 Millionen Diamanten sich besorgt. Ob es auf legalem Wege ja, war, keine Ahnung. Oder ob er bezweifle ich stark. Oder ob er X-Wave oder Game Mode benutzt hat, wissen wir nicht. Aber er hat halt in dieser Zeit dann sich ganz schön viele Diamanten besorgt. Naja. Zu viele. Was soll es? Das war eigentlich nur alles, was Bernie in der Zeit gemacht hat. Und dann halt hauptsächlich Farmgeschichten, wo wir alle mal ein bisschen drüber gefarmt haben. Und da hat er mir die Türen offen gelassen. Weil wieder Björn ja keine Druckplatten benutzt. Daniel, hast du das gerade bei? Komm mal zurück, kannst du hier mir helfen, den Eingang zu Mihawks Haus von der Bahn doppelspurig zu machen? Ist es schon unverbunden oder muss ich von der Hauptbase kommen?
Nö, von mir auch aus. Mal schauen, wie. Aber er ist nicht schon da, der nimmt den richtigen Weg. Keine Ahnung, müssen wo. Müssen wir erstmal einen Steinweg nehmen. Von da an rüber bauen. Gut, dass ich meine ganzen Cobblestones hier weggelegt habe. Ja, da wäre ich schon eine Lücke, aber eine Einserlücke ist zu wenig, Bernie, ne? So, da muss ich ein Glas jetzt vernichten. Ja. Eigentlich wollte ich ja, dass Koper aufnimmt, aber der ist einfach grob zu faul dafür, von dem her. Aber nein. Wie eine Einserlücke ist ja, zu wenig. Ja, hier Lügen erzählt, ne? Was soll ich machen? Sag mal mit, Daniel, wir ziehen hier den. Ja, mach mal doppelspurig, Bernie. Ich mach mal doppelspurig hin. Ach, ich okay. Hol mal. Du kannst ja mitkommen, hier Lore kann ich dir hinlegen, bis du fährst. Ja, ich habe auch nicht schon eine Lore, ich habe schon eine. Gut, dann fahren wir weiter eigenständig mal rüber. Oh, ihr müsst aber die Decke immer höher machen, ich klatsche mir die ganze Zeit gegen die Decke, das ist ein bisschen scheiße. Also mal wenigstens mal eins machen. Whee. Ladies first. Ja, fick dich. Alter vor Schönheit. Ja. Ihr seht nicht spannend, das hier mit den Gold Rails und dann. Whee. Bremse. Shift. Und so wie ihr seht, wird sich wahrscheinlich hier alles hintereinander aufkreuzen. Man könnte zwar mit diesen Rails ja auch einen Kreis, so einen großen Kreis bauen, wo es dann von allen abführt und dann dementsprechend, aber. Mhm. Ich meine, es würde theoretisch gehen, dass man sagt, man baut hier so einen großen Kreis halt hin und sagt dann. In die Richtung geht's zu dem, in die Richtung geht's zu dem, ja. In die Richtung. Hier müssen wir mal das ganze Kies und Cobblestone die Erde wegmachen und durch Cleanstone ersetzen. Wo das edler aussieht hier. Na, das kann man im Nachhinein alles machen. Ja, meine ich ja. Sollten wir im Nachhinein machen. Sensorschienen brauche ich jetzt eigentlich gerade nicht. Aktivierungsschienen brauche ich auch nicht. Normale Schienen, Goldschienen, weil das andere löst ja eher ein Redstone-Signal und sowas aus, wie ich gerade mal so. Aber nebenher ist Wiki ein bisschen offen. Von dem her. Muss ich halt eben, guck ich dann nebenher auch mal rein, weil es ist halt schon, hoppla, schon ein bisschen weiter her, wo ich das zum letzten Mal gemacht habe. Aber wenn ich so ein bisschen Schienenphysik weiß, man kann zum Beispiel keine zu engen Kurven bauen und sowas, das ist ein bisschen Physik hat es dann schon. Oh, ich nehme extra zwei Stacks und übernimmt er die ganze Arbeit, der Bernie. Ich denke gar nicht. Von was? Ja, den Steinweg bauen. Oh, ich habe keine Schaufel mehr. Scheiße. Na gut, baue ich mir schnell eine Steinschaufel. Gesundheit. Okay, wer ist das? Mihawks Farm oder hat das Bernie hier neben ihm gemacht? Mihawk. Okay. Also, als kleine Randnotiz, es könnte sein, dass diese Aufnahme nicht ganz so lang wird. Vielleicht geht es auch nur eine Stunde oder so, aber immer nur mal zeigen, was man gerade so nebenher bauen ist. Mhm. Ja, quasi so ein Update. Ja. Oder halt so mit kurzes Let's Play und oh, jetzt, das geht mir jetzt echt auf den Sack. Da muss ich kurz mal mit der Diamantspielzacke, die mir Bernie spendiert hat, einmal ein bisschen drüber gehen. Ja, er hat mir auch eine spendiert. Das ist, nee. Ich sag nur, da ist irgendwas faul. Weil ihr müsst halt die Decke bei. Bei so, wenn ihr Treppen baut, alles ein bisschen höher ziehen, weil sonst langsamer hochkommst. Deswegen, das geht auch so dann schneller. Wenn du da mal guckst, so. Okay. Man hört es bei Bernie immer so leicht doppelt, also das ist normal. Ja. Wir sollten aber möglichst wieder keine Creeper hochjagen, sonst bringt uns Bernie, wollte ich schon wieder sagen. Bernie Ecclestone bringt uns um. Björn wieder gefühlt um. Die Mischung aus Bernie und Björn. Bernie. Ja, Bernie und Björn fusionieren zu Bernie Ecclestone. Ja, die geheime Identität ist geklärt. Genau, Fusion. Hello, I'm Bernie Ecclestone. Der Mann, der so weise Worte brachte wie: Wir haben ja einen Deutschland Grand Prix und zwar in Österreich. Ja, also Pums. Da ist, ihr seid ja quasi Deutschland von dem her. Bergdeutschland. Ja, eben, deswegen stimmt die Aussage eigentlich schon. Ist ja quasi Deutschland. Ja, ist so. Ist so. Ja, schick ist das. Oh, da ist mir die Hand ausgerutscht, scheiße. Der schlägt Bernie. Nein, das war dann. Wie geil. Kannst du mal drüber gucken? Okay, funktioniert. Das war megamäßig Premium gerade. Ich schlag Opa, er schlägt Bernie. Läuft.
Hat auch eine Diamantschaufel, Alter. Der Typ hat zu viele Diamanten. Das kann man nicht einfach so holen. Jetzt mal ganz ehrlich. Geht's oder brauchst du Hilfe? Na, geht. Warte mal, ich komm dir von unten entgegen oder so. Ich will mich zurückhalten, aber irgendwann, nee, dann muss man das schon sagen. Ja, irgendwie ist es doch ein bisschen komisch. Irgendwie ist es garantiert komisch. Es ist einfach nur. Der Typ hat anscheinend so 30 Milliarden Diamantvorräte nebeneinander gefunden. Alter, diese Rückkopplung, ey. verdammt. Shit happens. Decke zu niedrig. Immer noch. Na gut, im Nachhinein kann man immer noch ein bisschen arbeiten und die Decke noch weiter hoch machen, aber na. Ja. Ah, schon wieder einer zu viel. Morgen. Moin, moin und hallo. Dann arbeite ich mal von oben ein bisschen gegen. War da immer so nur einen Meter mehr weg. Muss halt mal gucken, was ein bisschen wegen Steinen, also wegen den Treppen, dass es halt so ein bisschen wieder von der Höhe stimmt. Aber okay. Also das wird uns eh noch eine Weile kosten, bis wir das alles soweit haben, weil wir ein bisschen da bauen müssen. Guck, da fehlt ein Stein. Na, egal. Nee, warte, das war so. Da waren wir schon fertig, ich guck nochmal drüber dann. So, zweispurig. Geschafft. Ja, der Anfang ist ein bisschen komisch, aber na, egal. Das soweit passt. Weil hier oben ist auch noch so. Da kann jemand Fackeln verlegen. Ich habe nur noch 5 dabei. Gut, dann muss ich das übernehmen. So, weg mit dem Dirt. Okay, passt irgendwie. Wird schon so passen, irgendwie. Irgendwo, irgendwann. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Mach mal ein Best of Nena hier. Nee, nee. Nope. Vor allem, Kopa tut's ja weh, weil es den nicht in seinem Let's Play benutzen darf. Oh. Ja, 99, ich Luftballons. Weißt du, jetzt sperrt das Game, weil ich den Namen schon erwähnt habe. Ja, ganz bestimmt. Also er hat's gesungen. Das ist genau dasselbe, als wer den Song illegal abspielen würde. Gamer Strikes. Hütet euch! Yeah. Ich glaube, ich spam die Fackeln zu viel, aber scheiß drauf. Man wir haben so viel Kohle, wir müssen halt die Fackeln jetzt nutzen. Ja, Kohle findet man aber auch wie Redstone ohne Ende. Oh, da habe ich gerade jetzt halt die Maus verrissen. Naja. Du hast deine eigene Maus zerrissen? Ja, auf jeden Fall. Man ist definitiv schneller, als wenn man mit dem Minecraft fährt. Mit Minecraft fährt. Mit Mario Kart? Ey! Jetzt hat er das weggebaut. Ich sag's euch, die bringen sich irgendwann gegenseitig um mit ihren Dia-Schwertern, ne? Ich habe nur ein Tierschwert. Dafür 5 Diamantspitzhacken, 20 Diamantschaufeln. Ich habe auch ein Diamantschwert. 35 Blöcke. Ich bin schneller. Ja. Nein. Ups. Ich habe gewonnen. Baut es ab. Nein. Bernie hat es geschnappt. Zurück, bitte, Bernie. Ja. Fang ihn! Los! Los, schnapp ihn dir!
Du kriegst sie doch.